unserem Freundeskreis ist ja immer noch die Meinung weit verbreitet, dass wir eigentlich den ganzen Tag nichts machen, in der Sonne liegen, Cocktails trinken, ja, uns gut gehen lassen. Ich glaube, der Captain hat da echt eine absolut andere Einstellung zu und wir gehen mal schauen, was er gerade Spannendes macht. Und hast du Spaß beim Cocktailsaufen in der Sonne? Mhm. Sieht man doch, oder? Zeig mal deine Cocktailhände. Ha? Zeig mal deine Cocktailhände. Hm, ja, lecker. Lecker. Ja. Ja, der Plan war ja dadurch, dass die alte Kette so verrostet ist, die einmal zu tauschen, sprich die neue Kette zuvorderst zu nehmen. Aber das ist echt so ein Akt. Du musst erst irgendwie alles rein. Und hier am Anker ist das ja noch ein bisschen schwieriger. Was für ein Sifter, das sieht man ja. Und jetzt eben halt die Kette von Hand wieder rein, nachdem wir die alte einmal umgedreht haben. Und dann, wenn der Anker oben ist, dann kann ich die neue Kette wieder einholen, muss dann den Anker wechseln. Wird noch ein spannendes Unterfangen. Kurz fürs Protokoll, wie viel Meter Kette ist das, die du hochholen musst? Insgesamt 150, also 50. 150 Meter? Nein, insgesamt ja. Weil erstmal die eine Hälfte reingelassen, okay. Um, ne? Durchzuziehen, 50 Meter, jetzt hole ich 50 Meter wieder rein. Die anderen 50 Meter habe ich in der Zwischenzeit wieder ins Wasser gehangen, die kommen dann jetzt wieder rein. Also es sind in Summe 100 Meter, aber dadurch, dass ich das abwechselnd mache. So, und jetzt sehe ich gerade, da kommt die Zweiermarkierung, noch 30 Meter. Das heißt, ich gehe doch mal lieber vorsichtshalber den Motor starten? Ja, jetzt so langsam. Auf 16 Meter ankern wir ja. Sprich, die hängt jetzt schon relativ frei. Alles klar. Also ich glaube, der Mario wäre tatsächlich gerade lieber auf dem Deck zu sitzen und Cocktails zu trinken. Wenn man einen Kettenworkout gemacht hat. Das war echt scheiß anstrengend. Aber ich so schnell nicht wieder. Aber ich glaube, das war eine gute Sache, weil die neue Kette, die hält jetzt auch viel besser auf der Kettennuss. Das heißt, jetzt kann man es wieder mit der Ankerwinch hoch machen. Das war gar nicht. Und das war teilweise 10-mal, damit der ein Glied vorwärts kommt. 10-mal diesen hier, ein Glied. Wir haben jetzt echt kein Ende. Wie lange habe ich jetzt dafür gebraucht? Über eine Stunde, ja. Warum ist der Motor jetzt an? Wir bewegen uns. Ja, weil wir in die nächste Bucht fahren. Wir wollten ein bisschen Wasser machen unterwegs. Aber was meinst du? Ja. Ich wollte, dass du es erklärst. Ja, nee, wir fahren jetzt einmal um eine Ecke. Ein bisschen Wasser machen. Und dann chillen wir da ein paar Tage ab. Ja. Lass mich raten, du hast auch einfach keine Lust, jetzt hier wieder zu ankern und danach ja los. Nach dem Motto, falls es doch nicht mit der Ankerwinch geht. Das hätte echt keinen Spaß gemacht. Sieht doch so aus, als bräuchte ich jetzt erstmal eine Stunde Pause.
aber ganz links ist gleich die Einfahrt zu der Bucht, aber laut Karte soll man erstmal hier so geradeaus auf die Felsen zufahren, bevor man dann nach links einschlägt. Ja, mal schauen, ob das alles so funktioniert. Jetzt von dir oder von deiner Anker? Guck dich mal an, ist auch nicht besser. Naja. Ja, okay, besser. Ja. Schwere Geburt heute. Weil? Ich hoffe da jetzt ganz schön rum. Ist ja so, wenn man das erste Mal eine Kamera vor dem Gesicht hat, ne? Ist man schüchtern. Ist abgegangen. Wird. Hat sich auch heute extra nicht schick gemacht. Ich weiß nicht, kriege ich deswegen wieder Ärger, weil ich seine schmutzigen Füße vorhin gefilmt habe. Besser? Ja. Na, die Boote drehen sich hier. Zeig deine Hände von deiner hübschen Kiste. Einmal anfassen. Die Boote drehen sich hier alle in die andere Richtung. Deswegen war die wahrscheinlich so ein bisschen nervös da hinten auf dem Katamaran. Ach, alles gut. Sollte nervös sein. Captain, Sie haben die Ehre, den Motor zu stoppen. Fertig. Müssen wir erstmal waschen. Du hast Hoffnung, dass das nochmal sauber wird? Er ist nur der erste Waschgang. Ich meine, jetzt wo der Motor an war, gibt es heißes Wasser mit Dusche? Boah, geil, auf jeden Fall. Captain ist heute hardcore mega motiviert. Wir sind jetzt gerade seit 10 Minuten hier im Dreck. Sollen wir mal ein Land? Sollen wir mal ein Land? Kennen wir den ja gar nicht.
deswegen, aber es ist immer, man weiß nie, ob es steinig unter einem ist. Man muss ja auch irgendwie das Ding hier hochziehen, den Motor hochklappen und das am besten alles gleichzeitig. Krebsi. Ich wollte sagen, läuft der Krebs über den Strand, geil. Aber das Wasser ist hier klar. Keine Steine drin. Oder auch nicht. Zählt nicht. Auch nicht. Jetzt. Okay. Oh, guck mal da. Wow, ein Mini-Hai. Ein Black Dip. Also, abgesehen davon, dass du jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr ins Wasser gehst, auch wenn die klein sind, hat sich der Landgang schon gelohnt. Ja. Nein, sind ja nicht überhaupt nicht das Problem, aber... Wo ist Mama? Wo ist Mama, genau. Und das sind ja die Haie, mit denen die Dinge kommen. Die Kinder, ja. Das sind die kleinen Black Tips. Mhm. Voll süß. Ja, irgendwie tatsächlich. Vor allem wie die hier aber das Riff rum. Oh Scheiße, kein Wasser mehr, kein Wasser mehr. Hammer. Ich glaub, der ist kein Mensch. Nee. Vor allem beim ersten dachte ich, nein, 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 da ist noch einer. Noch einer, noch einer? Beim Mini-Format. Willst du mein Abendessen werden? Nein. Guck mal, wie hübsch der ist. Mega. Ich wollte mal den Kameramann loben. Den vollsten Körpereinsatz hat alles er sich gegeben. Für die Haie geopfert heute. Bei der Größe, da schwimme ich auch mal gerne mit rein. Leider gibt es hier jetzt nicht so viel zu sehen. Ich habe gerade mal nach Mangos Ausschau gehalten. Kokosnüsse sind mir zu hoch. Keine Kokosnuss. Aber ich glaube, meine Zeit hat sich schon gelohnt, an Land zu fahren. Echt einfach nur schön hier. Und endlich hier vorne sind diese, ja, so ein Steinriff, würde ich es jetzt nennen. Da schwimmen unglaublich viele Fische. Also hier könnte es vielleicht doch endlich mal lohnen, ein bisschen schnorcheln zu gehen. Wobei der Mario natürlich die Rechte hat, wo die Babyhaie sind, ist auch irgendwo die Mama. Ja, wir sind jetzt hier in Daniels Bay, quasi 3 oder 4 Meilen östlich von Taua Bay. Die Kulisse ist natürlich echt mega geil und ich bin eigentlich ziemlich froh, dass wir heute diesen Stress mit dem Anker bzw. mit der Ankerkette hinter uns gebracht haben. War zwar ein bisschen ätzend, aber ja, ich denke mal, das war schon besser, weil irgendwie ging die gar nicht mehr über die Kettennuss, sprich, ich musste das alles manuell machen und irgendwie 5-mal, 10-mal hebeln war dann ein Kettenbeat. Aber ja, wie gesagt, war halt eine gute 1,5 Stunden Arbeit. Es wird doch nicht seit letztem den ganzen Tag gearbeitet. Komm mal wieder im Realitätsleben an. Prost. Ja, so viel zu dem Thema, dass wir nicht den ganzen Tag hier im Boot sitzen und Cocktails saufen. Macht man auch. Prost. Cheers.